darf zum zweiten Vortrag begrüßen einige neue Gäste, aber dann auch und vor allem unseren Referenten Irwin Meyer, der sich schon Jahrzehnte auch mit Troxler auseinandergesetzt hat, dies immer noch tut und auch im Gedenkjahr, im Troxler-Gedenkjahr auf vielfache Art und Weise aktiv geworden ist und sein enormes Wissen, sein historisches Wissen uns zur Verfügung gestellt hat. Ja, wir wünschen uns eine sehr lehrreiche, schöne Stunde mit Irwin Meyer. Danke. Lieber Herr Vorsitzender, meine sehr geschätzten Damen und Herren, hier in Aarau über Troxler zu sprechen, wo ich schon vor 3 Jahren die Ehre hatte, ist in der Tat etwas Besonderes. Und zwar eben nicht nur wegen dem Bezug zu Troxler, auch wegen dem Bezug zu Johann Daniel Heinrich Zschokke. Eine Besucherin hat sich übrigens erkundigt, wo die Versammlung der Zschokke-Gesellschaft sei. Von mir aus gesehen gibt es hier oder sollte es hier geben verschiedene kommunizierende Röhren. Und so dann ist nicht zu vergessen, dass einer der wichtigsten Wiederentdecker der deutschen Mystik, Josef Görres, der auch ein ganz bedeutender deutscher, wenngleich deutschnationaler Politiker war, vor genau 200 Jahren, als diese Karlsbader Beschlüsse waren und als bekanntlich auch viele Studentenverbindungen gegründet wurden, unter anderem die Zofinia, da war dieser Görres in Aarau. Und in der selben Zeit, beziehungsweise schon vorher, hat einer der genialsten deutschen romantischen Dichter den Kanton Luzern besucht und dort mit diversen Gelehrten und Theologen, übrigens alles Bekannten, zum Teil Gegnern von Troxler, sich unterhalten, nämlich Clemens Brentano, den ich eben deswegen erwähne, weil Clemens Brentano bei unserem Thema die Wiederentdeckung der Mystik im 19. Jahrhundert eine enorme Rolle spielt, obwohl der Name Brentano jetzt bei Troxler nicht so wichtig ist, umso bedeutsamer aber beispielsweise Novalis, also Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, sowie Franz von Baader, der Philosoph, der 1765 geboren wurde und 1841 in München verstorben, der von mir aus gesehen in der Geschichte des deutschen Idealismus und der deutschen romantischen Philosophie, der eigentlich Troxler am nächsten stehende Denker war, auch wenn Troxler, das war bei ihm die Regel, mit anderen Philosophen und mit gelehrten Kollegen selten befreundet war. Im Gegenteil, es kam oft schnell auch der Punkt, wo man sich überwarf. Das hat mit den tatsächlich sehr heftigen und feurigen Temperament von Troxler zu tun, der am 17. August 1780 in Peromünster geboren wurde und natürlich eben am 6. Dezember, Fridolinstag 1866, im hohen Alter hier in Aarau verstorben ist, doch der Stadt, wo er bei aller Umstrittenheit am ehesten anerkannt und toleriert war, so wie er
eben einerseits Bürger von Peromünster war und andererseits Bürger von Wollenschwil, was wiederum zu tun hat mit dem Aargauer Kulturkampf der 1830er Jahre, was hier aber nicht weiter auszuführen ist, weil wir uns doch meinem Hauptthema Troxler als Wiederentdecker, sicher nicht einziger Wiederentdecker der deutschen Mystik nähern müssen. Um uns allerdings diesem Thema zu nähern, müssen wir Troxlers Bildungslaufbahn und seine stets unterbrochene Laufbahn als Gelehrter und Professor verfolgen. Troxler ist, wie Sie wissen, ein Arzt, der aber im Grunde genommen, weil er seine eigenen Kinder, von denen ihm mehrere weggestorben sind, nicht heilen konnte und weil er auch in medizinpolitischen Fragen, zum Beispiel im Kanton Luzern, stets äußerst umstritten war und mit entsprechenden Sanitätsräten ständig im Streit sich befand, so war eigentlich der Traumberuf Troxlers, war im Grunde genommen Lehrer, und zwar Lehrer der Philosophie und Lehrer der Geschichte. Und das ist ihm ja erstmals gelungen 1819, als es in Luzern mit dem Politiker Eduard Pfeiffer vor allem ein ganz ausgesprochen aufgeschlossener und fortschrittlichen Bildungspolitiker an der Spitze der Regierung gab, der beispielsweise damals Sekundarschulen gründete, so wie es im Kanton Aargau nicht nur nach 1802 die älteste Kantonsschule der Schweiz gab, sondern in Baden und Zurzach höchst fortschrittliche Sekundarschulen, wobei Sekundarschulen damals absolut gymnasiales Niveau hatten. Beispielsweise waren Mathematik, Physik und Latein sehr zentrale Fächer in Baden und Zurzach. Nebenbei kann man noch sagen, dass die Bezirksschule Baden die erste höhere Schule der Schweiz gewesen ist mit einem annähernd fast nominell, also zahlenmäßig gleich hohen Mädchenanteil. Das ist übrigens auch noch so eine Aargauer Pionierleistung der Bildungspolitik. An der Bezirksschule Zurzach wirkte notabene der spätere Biograf und Gesinnungsfreund Troxler, nämlich Ludwig Wilhelm Abbey, der ein paar Jahre hier ja auch noch Rektor der Kantonsschule Aarau war und vor allem bekannt ist als Förderer des Turnunterrichtes hier an dieser Kantonsschule. Nun, Troxler ist 1819 dann als Lehrer an die höhere Lehranstalt Luzern berufen worden und 1821 bereits wieder entlassen, weil man ihm unterstellte, ein Apostel des Widerstandsrechts zu sein, was er angeblich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gemeint haben soll. Das war übrigens zu der Zeit, als eben die Studentenverbindungen gegründet wurde. Troxler gehört zu den Gründervätern sowohl der Sovingia wie auch der sogar von seinen eigenen Anhängern gegründeten Helvetia. Das sind Verbindungen, die alle heute noch existieren. Und dieser Troxler, dessen Schüler eben als politisch unruhige
aber hochintelligente Typen galten, der wurde dann eben 1821 entlassen in Luzern und schließlich hat er dann 1822 bis 30 hier an einer Art Privatuniversität gegründet von Schocke, dem Aargauer Lehrverein, hat er ja seine Vorlesungen gehalten. Es waren zum Teil sensationelle Vorlesungen, nicht zuletzt auf dem Gebiet der Didaktik. Ich habe das übrigens dargestellt, das können Sie in diesem blauen Büchlein dort auch noch nachlesen. Es ist auch in meiner Geschichte der Mittelschule per Münster drin, dass der Begriff Mittelschule, eine, jedenfalls so wie wir heute verstehen und fast hätte ich gesagt, verstehen könnten und sollten, dass dieser Begriff Mittelschule nun tatsächlich von Troxler stammt und dass Troxler eben der Meinung war, dass die Mittelschule nicht eine Zulieferschule für spätere Schulen ist, sondern eine Mittelschule, das ist die Mitte der Schule. Also sozusagen die bestmögliche Schule, in der beispielsweise die Naturwissenschaften, aber auch die Philosophie eine zentrale Rolle spielen müssen. Und in diesem Sinn verstand er Mittelschule und nicht als Durchlaufschule, wie man wegen Mittel auch verstehen könnte. Wurde er also entlassen, was man nicht weiter berichten muss, weil es sehr bekannt ist, seine ganze Geschichte mit der Universität Basel, wo er dann eben auch entlassen wurde. Jedes Mal bei seiner Entlassung, wohin konnte er sich wieder zurückziehen? In den Kanton Aargau, der doch auch in der Zeit der Restauration etwa mit Schockes Schweizer Boten praktisch die einzige Zeitung hatte, die wenigstens die längste Zeit keiner Zensur unterstand. Nun, als er entlassen war 1831, 32 in Basel, hat er ja hier, nachdem er das Bürgerrecht von Wollenschwil annahm, epochale Reden im Aargauer Großen Rat gehalten. Und man kann ja wirklich sagen, dass er der Begründer des Asylrechts sogar eben als schweizerische Staatsmaxime im Zusammenhang mit der Neutralität ist. In Sachen Neutralität hat er sich ja bekanntlich auch 1815 als selbsternannter Delegierter der Schweiz am Wiener Kongress engagiert. Nun war es aber doch so, wenn er in Aarau war, konnte er zwar hier Vorlesungen halten, aber er hat diese Vorlesungen ehrenamtlich gehalten, so wie ich übrigens selber die bedeutendste Vorlesung meines Lebens letztes Jahr über Paracelsus in Russland in Petersburg, da durfte ich ja nicht einmal dem russischen Konsulat sagen, dass ich dort eine Vorlesung halte, sonst hätte es Schwierigkeiten geben können und musste alles selber bezahlen. Dafür hatte ich die wertvollsten Kontakte mit unglaublich guten Gelehrten dort in St. Petersburg. Und ich habe dort erlebt, wie es eben ist, wenn der Geist und das Geistesleben in einer politisch heiklen Situation sich eben selber bewähren muss, ob man sich eben nicht einfach auf amtliche Anstellungen und so dergleichen berufen kann. Und so ging es aber trotzdem die ganze Zeit, bis er endlich so etwas wie eine Lebensstelle erhielt, nachdem er ja am 15. November 1834 zusammen mit dem
berühmten deutschstämmigen Staatstheoretiker Snell, der dem radikalen Snell und dem Schultheißen bzw. Regierungspräsidenten von Bern, der bis 1848 eine riesige Rolle gespielt hat, Neuhaus, zusammen hielt er ja die Eröffnungsansprache zur Gründung der Universität Bern. Und seine beiden Vorredner betonten, wie diese Universität mit dem Staate verbunden sein müsse, und Droxler wäre nicht Droxler gewesen, wenn er nicht beim gleichen Anlass das Gegenteil gesagt hätte. Die Universität sollte so wenig wie möglich mit dem Staate verbunden sein. Das war übrigens eine seiner tiefsten Überzeugungen über Schule und Universität. Und so hielt er dann 1835, 36 von mir aus gesehen seine besten und übrigens auch noch lesbarsten und leicht verständlichsten Vorlesungen, nämlich die Vorlesungen über Philosophie in Bern von 1835 bis 37. Und in diesen Vorlesungen ist eine ganz gewaltige Auseinandersetzung, zum Beispiel eben auch mit der Hegelschen Philosophie im Gange. Und man kann wirklich sagen, dass Droxler dann in den ersten Jahren, es war leider nur so, in den ersten Jahren seiner Lehrtätigkeit in Bern so etwas wie zu seiner wahren Form als Lehrer aufgelaufen ist, obwohl es schon damals hieß, er sei eigentlich viel zu hoch und seine Vorlesungen seien für solche, die einfach Juristen werden wollen und einfach eben Beamtenkarriere machen wollen. Diese Vorlesungen seien ja viel zu hoch und viel zu metaphysisch und so weiter und so fort. Aber natürlich war es eben so, dass Droxler auf seine Weise ein Universalgelehrter war, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass er ein starkes Verhältnis zu Naturwissenschaft hatte, auch zur Mathematik, und dass er nicht zu Unrecht den Philosophen Schelling, der im Tübinger Stift zusammen mit Hegel und Hölderlin ja mal als Studenten waren die in der gleichen Bude, ich glaube, ein derartiges Potenzial in einem Studentenzimmer hat es in der deutschen Bildungsgeschichte fast nie mehr gegeben. Dieser Schelling wurde von Droxler genannt, mein geliebter und mein mich liebender Lehrer. Und was eben diesen Schelling betrifft, ist er eben schon nicht nur einfach ein romantischer Pantheist, was für seine frühen Vorlesungen gilt, sondern er hat ein ausgeprägtes Verhältnis zur Naturwissenschaft. Und Schelling hat zum Beispiel eine hervorragende Vorlesung über Kepler und die Astronomie gehalten, und Schelling hat sich auch schon wie Novalis mit der spirituellen Seite der Mathematik befasst, was man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, obwohl das schon seit Pythagoras und seit zum Beispiel Nikolaus von Cus im Spätmittelalter oder in Frankreich seit Blaise Pascal ein ganz wichtiger Gesichtspunkt war, meine Damen und Herren. Man betrieb Mathematik eben nicht, um Kaufmann zu werden, ja, rechnen wir doch eine können, sondern man betrieb sie im Geiste der Selbsterkenntnis und sogar als eine Art
Gottes Beweis der geistigen Welt, wie das die Neuplatoniker betont haben. Und zur Mathematik kam eben auch noch die Physik und Astronomie dazu. Und die Losung von Schelling lautete: Kommet her zur Physik und erkennet das Ewige. Nun aber muss man sehen, gerade wenn man sich beispielsweise mit Kepler und sogar mit Newton befasst, dass die größten Revolutionäre der Naturwissenschaft in der Zeit vor Einstein tatsächlich sich nicht als Techniker verstanden haben, sondern dass diese eine Kritik am bisherigen Weltbild übten, durchaus auch eben auf mathematisch-naturwissenschaftlicher Basis. Und auf dieser mathematisch-naturwissenschaftlichen Basis wollten sie aber die Spuren der Weisheit Gottes erkunden. Das können Sie bei Newton nachweisen, wohl noch stärker bei Schelling, Entschuldigung, ja, bei Schelling sowieso, noch stärker bei Kepler, dessen Astronomie, das habe ich vor zwei Wochen vorgetragen in Luzern, seinerseits erweckt wurde durch die Astronomia Magna et Philosophia Sagax, der großen und der kleinen Welt von 1537, von einem schweizerisch-deutschen, innerschweizerischen Gelehrten namens Theophrast von Hohenheim genannt, Paracelsus. Und dieser Paracelsus wird jetzt auch bei Troxel wieder in seinem in Aarau 1528 erstmals erschienenen Hauptwerk Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik hervorgehoben. Was ist denn die Philosophie anders als die unsichtbare Natur? Das ist das Wesen der Philosophie, dass sie Menschen wie außerhalb unbegreiflich steht, wie einer, der sich selbst im Spiegel sieht, Zitat Paracelsus Ende. In diesen großen, tiefen Worten sprach unser von uns am meisten teils vergessene, teils verkannte Landsmann Theophrast von Hohenheim. In erlauchter Einfalt seiner Seele das wahre und höchste Geheimnis aller Philosophie aus. Der Mensch kommt nur zu sich selbst, indem er über sich hinausgeht. Und der Mensch kommt nur über sich selbst hinaus, indem er in sich hineingeht. Und jetzt sind wir allmählich bei dem Punkt, wo wir die Schnittmenge von Troxler zur Mystik sichtbar machen können. Ich wiederhole das Zitat. Der Mensch kommt nur zu sich selbst, indem er über sich hinausgeht. Und der Mensch kommt nur über sich selbst hinaus, indem er in sich eingeht. Über sich selbst hinausgehen und in sich eingehen, das ist, auch wenn das jetzt ein ganz gewaltiger Abstraktionsgrad ist in dieser Troxlerschen Formulierung, im Grunde genommen das Tiefste im Denken von Meister Eckhart schon im 14. Jahrhundert, jener große Meister, dessen Name in der katholischen Kirche etwa von 1400 bis 1800 praktisch nie mehr genannt werden durfte, sodass zum Beispiel eine der wichtigsten Abhandlungen von Meister Eckhart, die Abhandlung über die Abgeschiedenheit, im 17. Jahrhundert unter dem Pseudonym die Abhandlung über die Abgeschiedenheit von Nikolaus von Flüe zirkuliert hat. Jeder Nikolaus von Flüe, der natürlich auch im Denken von Troxler nicht zufällig wieder eine ziemlich gewaltige Rolle spielt. Aber was heißt das natürlich jetzt? Der Mensch kommt nur zu sich selbst, indem er über sich hinausgeht, und der Mensch kommt nur über sich selbst, indem er in sich hineingeht. Was hat das jetzt
mit Paracelsus zu tun, was hat das mit der Mystik zu tun und was hat es mit der Geschichte, mit der, muss ich schon sagen, mit der Frühgeschichte der Naturwissenschaft zu tun. Es geht tatsächlich um die Erkenntnis als Lebensziel. Und wie wird nun aber die Mystik im Mittelalter definiert? Die Mystik ist Cognitio Dei Experimentalis. Was heißt das? Gottes Erkenntnis, Cogitio Dei Experimentalis, Gottes Erkenntnis durch Erfahrung, durch Selbsterkenntnis, und diese Selbsterkenntnis wird im Verhältnis des Menschen zu Gott sozusagen exemplifiziert. Du erkennst dich selbst, indem du dein Verhältnis zu Gott betrachtest. Wo sind wir jetzt, wenn wir das darstellen? Wir sind jetzt im Jahre 1516. Und ich kann Ihnen sagen, was nach Ignaz Paul Vital Troxler das für das 19. Jahrhundert wichtigste Werk von Martin Luther war. Nämlich die Neuherausgabe der Theologia Deutsch. Theologia Deutsch von 1516. Sie sehen, das ist ein Jahr vor dem berühmten Thesenanschlag in Wittenberg. Und wenn Sie meinen, das habe Luther nur so nebenbei gemacht, um vor der Reformation sich noch etwas die Zeit totzuschlagen, dann täuscht er sich insofern, als er dieses Buch dann 1518 gleich noch einmal gebracht hat. Und was hat nun, auf welche Idee ist nun merkwürdigerweise Troxler 1837 gekommen, in dem Jahrzehnt, wo er sich leidenschaftlich für den Bundesstaat engagierte, wo er aber auch leidenschaftlich eben über Europa mitpolitisierte, nämlich als Gegner der Heiligen Allianz einerseits und andererseits als Gegner der damaligen monarchischen und autoritären Systeme. Wie kommt der jetzt darauf, in St. Gallen herauszugeben, das seltene, uralte, geistreiche Büchlein, die deutsche Theologia oder die Christusreligion, in ihrer echten und reinen Konfession, wie dieselbe vor der Kirchentrennung bestanden, mit einer Einleitung, neu herausgegeben von Dr. Troxler, Ignaz Paul Vital, Professor an der Hochschule zu Bern, St. Gallen, Wartmann und Scheitlin, 1837. So nebenbei gesagt, ein Jahr vorher hat ein Glarner, der hier mal bei Zschokke zu Gast war, beim gleichen Verlag das erste Buch der Welt über die Befreiung der Homosexuellen ebenfalls noch rausgegeben, wobei er damals dieser Heinrich Hössli nicht die genau gleichen Vorstellungen über die Befreiung der Homosexuellen hatte, als wie sie heute im Vordergrund stehen. Für ihn ging es vor allem um die Anerkennung
des homosexuellen Menschen als geistig-sittliche Persönlichkeit. Und er war der Meinung, dass wenn man zu den Mannliebenden gehöre, dass man dann zum Beispiel die Aufgabe habe, geistige Kinder zu zeugen, sozusagen eine Spezialleistung noch für die Gesellschaft zu bringen, aber für die dann auch Anerkennung zu bekommen. Aber das ist wieder eine andere Sache, aber auch das hängt mit Troxler zusammen, weil Hössli tatsächlich versucht hat, Troxler für dieses Anliegen zu gewinnen, aber er ist mit diesem viel zu frühen Vorsatz gescheitert. Und die Bücher von Hössli sind durch den Brand von Glarus praktisch alle verbrannt. Und es bleibt ja dabei, dass das Buch von Hössli das bestunterdrückte und bestvergessene Buch der schweizerischen Geistesgeschichte ist. Und sogar die heutigen Schwulen können damit nicht viel anfangen, weil es zu geistig orientiert ist. Nun, bei Troxler ist das aber in politischer Hinsicht ähnliches, vielleicht auch zu geistig orientiert. Und das hat man ihm auch schon damals vorgeworfen. Aber jetzt, eben habe ich ja gesagt, dass ich das Engagement von Troxler für die Mystik noch im Zusammenhang mit Troxlers Lehr- und Bildungsgeschichte erläutern möchte. Und ich habe gesagt, dass Troxler 1835-36 wirklich sensationell bewegende Vorlesungen gehalten hat über Philosophie. Und jetzt wollte er 1837, wollte er eine Vorlesung haben, sie war schon im Vorlesungsverzeichnis drin, eine Vorlesung halten über Religionsphilosophie. Das ist insofern kein Zufall, als auch sein großer Lehrer Schell natürlich ein Religionsphilosoph war und Hegel, der von Troxler immer sehr skeptisch kommentiert wurde, Hegel hat sein Weltsystem im Grunde genommen als eine weltliche Theologie eben gesehen. Der Weltgeist, der schreibt gerade auf krummen Zeilen und man kann schon sagen, auch wenn es eine Vereinfachung ist, Hegel hat, wie es Nietzsche kritisiert, dann Gott durch den Staat und den Fortschritt ersetzt und jedenfalls ein Denken in der Richtung, Gott durch den Staat und den Fortschritt zu ersetzen, das war nicht die Meinung von Troxler, auch wenn Troxler auf seine Weise für den Fortschritt gewesen ist und besonders auch im Staat für Reformen, wobei aber Reformen bei Troxler immer bedeuteten, dass der Staat nicht zu mächtig werden darf. Und dass man dem Staat zum Beispiel, auch wenn die Kirche ihre Macht missbraucht, man kann die Probleme der Kirche nicht lösen, indem man dem Staat sagt, wer die Pfarrer und die Bischöfe ernennen muss. Das ist übrigens ein uraltes, ungelöstes Problem auch in der orthodoxen Kirche, auf die ich sowieso noch zurückkomme. Das hängt nämlich alles miteinander zusammen. Jetzt wollte Troxler eine religionsphilosophische Vorlesung halten und diese religionsphilosophische Vorlesung, die war aber nicht nur so rein theoretisch, was hätte ich gesagt, rein scheißtheoretisch, sondern er hatte mit dieser religionsphilosophischen Vorlesung eine ganz, ganz bestimmte Idee. Und diese Idee hängt direkt zusammen mit dem Buch, also da habe ich ja falsch geschrieben, nicht Theologia Deutsch, nicht Theologia Deutsch, entschuldigen Sie natürlich, hängt direkt zusammen mit dem Buch Theologia Deutsch. Was hat Troxler über dieses Buch gesagt? Das ist das letzte ganz bedeutende Werk der Theologie. Das
eigentlich, auch wenn es bei auf der katholischen Seite immer Misstrauen gab, dass eigentlich von katholischer Seite einerseits, wie auch von Luther andererseits, als ein Werk von allergrößter Bedeutung, was das Grundverständnis des Evangeliums und der Christenheit betrifft, eben sei. Und was ist eigentlich der Grundgedanke der Theologia Deutsch? Man muss es sagen, es ist der Grundgedanke der Mystik, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, es ist der Grundgedanke der Reformation. Es kommt auf dein Verhältnis zu Gott an. Und wenn Sie sich mal mit Luther befasst haben, und Luther war immer etwas umstritten, er hat natürlich seine subjektiven Seiten in der Religion gehabt, aber das Wichtige bei Luther ist das direkte Telefonieren zu Gott. Und dieses direkte Telefonieren zu Gott, das ist natürlich eine starke Vereinfachung, die ich jetzt mache. Dieses direkte Telefonieren von Gott wurde natürlich nicht von Luther erfunden, sondern das ist das Erbe der deutschen Mystik. Und hierzu könnte man jetzt ganz viel über Meister Eckhart und vor allem auch Johannes Tauler sagen und im Zusammenhang mit der Leidensmystik, die Einfluss gehabt hat, Bruder Klaus, über Heinrich Seuse. Bei der Leidensmystik ist es natürlich so, das wissen Sie selber, wenn es Ihnen schlecht geht und wenn es Ihnen wehtut, wenn Ihnen was wehtut, dann merken Sie plötzlich, mich gibt's. Mir tut es nämlich weh. Und dort, wo es mir wehtut, dort spüren Sie sich. Und das ist nicht nur bei den körperlichen Schmerzen so, sondern erst recht bei den seelischen Schmerzen. Und das ist dann sozusagen die Entdeckung von sich selber über die Leidensmystik. Aber es gibt dann noch ganz andere Entdeckungen. Und Sie müssen sehen, für Troxler und für Luther ist nicht Meister Eckhart, der zu Troxlers Zeiten zwar langsam entdeckt wurde, von Bader und sogar auch von Hegel, sondern Johannes Tauler, der in Basel wirkte und in den Rheinlanden. Johannes Tauler ist der ganz, ganz wesentliche Mystiker, das ist übrigens auch gerechnet, auch der Mystiker, der in der Geschichte des Kapitalismus von Max Weber am meisten zitiert wird. Wissen Sie warum? Weil Johannes Tauler der Erfinder des Wortes Beruf ist für Lebensinhalt, bei welchem Lebensinhalt, stellen Sie sich mal vor, das hat sich in Russland übrigens lange nicht durchgesetzt, sogar die Arbeit nicht ausgeschlossen ist. Stellen Sie sich vor, Lebensinhalt durch Beten und Arbeit, und zwar nicht nur für Mönche, sondern eben Lebensinhalt des Christen, bete und arbeite, siehe Calvin in Genf, die Wirtschaften schließen und auf der anderen Seite eben Fleiß und Gottesfurcht als zentrale Lebensinhalte des Christen zu charakterisieren, das macht einen Beruf aus. Und dass Sie eben heute schreiben, Beruf Lehrer oder Beruf Wirt oder Beruf, ich kann Ihnen übrigens garantieren, dass mein Bruder in Würdlingen, der hat auch den Beruf Metzger, immer sozusagen als von Gott ihm mehr oder weniger beauftragt. Ich sehe, darum konnte er bei seinem Beruf einfach nie aufhören. Er ist jetzt 80, aber er kann einfach nicht aufhören. Sehen Sie, das ist die Einstellung, dass man für seinen Beruf lebt. Und dieses Wort Beruf, das ist eine der wichtigen Errungenschaften und Erfindungen von Johannes Tauler, wie es Max Weber noch betont in seinem epochalen Buch von 1905, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Sie sehen also am Anfang sowohl der Reformation von Luther,
wie auch von der Kapitalismustheorie von Max Weber steht erstaunlicherweise ein Repräsentant der deutschen Mystik. Luther war selber der Meinung, dass der Verfasser der Theologia Deutsch, Johannes Tauler gewesen sei, noch Troxler war dieser Meinung. Unterdessen wissen wir, dass es ein Chorherr des Deutschritterordens von Frankfurt gewesen ist und im Allgemeinen wird heute der Verfasser der Theologia Deutsch der Frankfurter genannt. Nun geht es um die Wiederentdeckung der Mystik im 19. Jahrhundert ganz allgemein und ich möchte Ihnen noch erklären, was hinter dieser Wiederentdeckung steht und zwar eben auch religionspolitisch und religionspolitisch war auch im 19. Jahrhundert noch politisch im höchsten Grad, wenn Sie denken, dass im Aargau Klöster aufgehoben wurden und dass im Kulturkampf in Deutschland, in der Schweiz und übrigens auch in Frankreich und später auch Spanien, Italien, die Konflikte zwischen Kirche und Stadt, das waren nicht einfach ein bisschen weltanschauliche Meinungsverschiedenheiten, sondern es waren Konflikte, bei denen es um die Wurst im Staat gegangen ist und die Religion war, das muss man schon auch sehen, die meiste Zeit auch der ethische Konsens, auf den man sich verlassen konnte, bis hin zum Beispiel auch zu den Gerichtsurteilen. Da war doch immer ganz wichtig, dass dass die Justiz einen theologischen Hintergrund hat und der konnte je nachdem katholisch oder protestantisch sein. Leider in der Hexenfrage war er sowohl bei den Katholiken wie bei den Protestanten so hexenfreundlich, dass selbst noch der heute von mir schon genannte Johannes Kepler 5 Jahre seiner Karriere als Astronom davon abgehalten war, dass er seine Mutter, die in einen Hexenprozess verwickelt wurde, verteidigen musste, jene Mutter, die ihm im Alter von 7 Jahren schon einen Kometen und im Alter von 10 Jahren ein Mondfinsternis gezeigt hatte. Das hat man davon, wenn eine so gescheite Frau ist und die Keplers Mutter dann übrigens noch mit Kräutern und Salben gehandelt hat. Aber das gehört jetzt nicht ganz hierher. Aber was hierher gehört, ist eben der theologische Hintergrund zum Beispiel von Recht und Staat. Und dieser theologische Hintergrund, das hat Troxler sehr gut gemerkt, der existiert auch bei den Atheisten. Und das sieht man nicht nur in der Theorie von Feuerbach, sondern auch in ihrer Konsequenz in den kommunistischen Ländern von später. Wenn Atheismus vom Staat vorgeschrieben ist, dann sehen Sie im negativen Sinn, wie wichtig Theologie ist und ehrlich gesagt ist auch der Atheismus eine Theologie, das hat der gescheiteste Atheist überhaupt, Friedrich Nietzsche, gemerkt, als er mal vermerkte, viele Atheisten sind einfach so dumme Herumsteher, die nicht an Gott glauben und keine Ahnung haben, was dahinter steckt, was für eine Philosophie eigentlich dahinter steckt, wenn man wirklich Atheist sein will. Also ob Sie jetzt Theist, Atheist, Pantheist oder Deist oder ich weiß nicht was sind, das Theologische wirkt immer rein. Und was die Schweiz betrifft, es wirkte immer rein natürlich in der Schweiz seit dem Kappeler Frieden von 1531 und dem Vielmerger Frieden von 1656 und 1712 und seit dem Sonderbundskrieg und Kulturkampf immer wieder dieses konfessionelle Moment. Und dieses konfessionelle Moment sah Troxler letztlich als ein zu überwindendes Spaltungsproblem
Moment in der Eidgenossenschaft und andererseits, ich habe den anderen Philosophen, den Troxner von Bayern, schon genannt. Franz von Baader sah in dieser Spaltung die wahre Spaltung von Europa, wobei für Baader war nicht nur die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten schlimm, notabene in Deutschland sind dann sogar die Lutheraner, die Zwinglianer und die Calvinisten früher so gegeneinander gewesen, dass sie noch bis 1840 getrennte Friedhöfe hatten. Also das, es war unglaublich mit dieser Spaltung. Und diese Spaltung, die wollte in der Zeit der Restauration, das ist nicht zufällig, weil in der Zeit der Restauration, da wollte man das Christentum wieder herstellen. Nicht nur einfach die Monarchien wollte man wieder herstellen, auch das Christentum wollte man wieder herstellen. Und in dieser Zeit der Restauration, meine Damen und Herren, wurde mit ganz anderem politischen Hintergrund als heute die sogenannte Ökumene geboren. Ein Beispiel, 1822 reiste der bayerische Philosoph Franz von Baader, der übrigens mehrmals zitiert wird in diesen beiden Schriften von Troxler über die Mystik von 1837 und 1839. Dieser Franz von Baader wollte nach Petersburg reisen, weil er vom Fürsten Galizien eingeladen wurde. Und am Anfang sah es aus, als könnte man in St. Petersburg eine Akademie gründen, stellen Sie sich vor, wo Katholiken und Orthodoxe auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, so wie in der Petersburger Akademie schon seit Peter dem Großen. Ja, schließlich westliche Gelehrte aus der Schweiz, Daniel Bernoulli und Leonhard Euler, engagiert wurden, oder aus Frankreich Maupertuis, also die Russen haben damals also so weit wie möglich gescheite Leute aufgekauft, also im positiven Sinne, und sind dann engagiert und spielte dann dort doch keine Rolle, ob sie Katholiken oder Protestanten waren. Sie wurden geduldet und jetzt dachte Baader, wir könnten da eine Ökumene machen, aber stellen Sie sich vor, es sprach sich dann bei den Orthodoxen herum. Und als Baader dann wirklich nach Petersburg kam, musste er so schnell wie möglich das Land wieder verlassen. Und der Fürst Galizien, der diesen Plan hatte, einer übergreifenden Akademie für Religionswissenschaft, der wurde abgesetzt. Wissen Sie, wann diese Akademie für Religionswissenschaft dann gegründet wurde? 1992, nach dem Untergang der Sowjetunion. So lang ist das gegangen. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Weil eben Troxler nicht einfach aus Spinnergründen sich mit Mystik befasst hat, sondern weil er in der Tat in der Mystik ein Potenzial sah, die Religion auf das Wesentliche, auf das aus seiner Sicht Wesentliche zurückzuführen, und das ist eben hier in der Einleitung zur deutschen Theologie ganz wunderbar ausgeführt. Und das Schönste dabei, das sage ich jetzt, weil hier einige Leute sitzen, die mit Anthroposophie möglicherweise noch was am Hut haben. Ich mache mir sicher, ich komme schon langsam zum Abschluss. Ich werde so viel sagen. Auf Seite 13 der Einleitung zur deutschen Theologie erklärt Troxler, was aus seiner Sicht vermeidbare Konflikte zwischen Gläubigen und Andersgläubigen sind und was das Wesentliche wäre. Und in diesem Zusammenhang schreibt er dann, so lassen auch, lieber Leser, Johannes und Taurus auf Christus, das heißt auf den Gottmenschen oder auf den Gottessohn und Menschensohn, der ins
dem eigenen tiefsten Innersten seines Geistes und Herzens, deines Gemütes und deiner ganzen Natur erschehen soll, nicht vergeblich hingewiesen haben. Und er verweist dann auf die Schwächen sowohl auf katholischer Seite, dort sieht er die Schwächen tatsächlich im rein autoritären System, und bei der protestantischen Seite fällt ihm auf, dass es 1000 kleine Päpste gibt und dass vor allem auch der Protestantismus in keiner Weise, ich meine, die reformatorische Tradition habe in keiner Weise mit dem Fanatismus aufgeräumt. Und schließlich schreibt er, dass es das Ziel, dass es das Ziel einer Religionsphilosophie wäre, zu einer Anthroposophie zu gelangen. Und damit betonte er, dass Anthroposophie, das sei dann nicht irgendein Pantheismus, er wandte sich dann auch gegen reine Aufklärer, die alles Geheimnisvolle und alles, was mit Wundern zu tun hat, aus der Bibel verbannen wollen und aus der Bibel eine reine Ethik machen wollen. Dagegen wandte er sich. Hingegen war er eben der Meinung, dass die Anthroposophie eine philosophische Haltung der tiefsten, heute würde man sagen, der existenziellen Berührung durch die Wahrheit sei. Und er war der Meinung, dass über den Weg der Weisheit der Mensch selber sich wirklich verändern müsse. Und überhaupt, da ging er übrigens weiter als die damaligen liberalen Reformer. Er hat ein Postulat aufgestellt, das natürlich dann auch die Marxisten hatten, heute zum Teil die Grünen. Er wollte nicht nur ein neues System, er wollte, dass der Mensch sich ändere. Dass der Mensch sich ändere, jedenfalls war das Ziel der Erziehung, dass im Zusammenhang mit der Religion, dass es hier auf das Innerste ankommt, auf den Seelenfunken und nicht nur auf das auswendig Gelernte. Und in diesem Sinn kann man sagen, dass die romantische Erweckungsbewegung, die es gab und die viele verschiedene Blüten getrieben hat, diese romantische Erweckungsbewegung, die hat natürlich auch Troxler erfüllt. Aber Troxler hat sich zum Beispiel noch vom wichtigsten romantischen Religionsphilosophen Schleiermacher insofern distanziert, als er betonte, Religion ist nicht einfach das religiöse Gefühl. Diese Distanzierung von Troxler, Religion ist nicht einfach das religiöse Gefühl, ist absolut dasselbe, was 1919 Karl Barth in Saffenwil auf dem Estrich des Pfarrhauses in seinem Buch über den Römerbrief auch betont hat. Religion muss existenziell den Menschen treffen, und er wollte in diesem Sinn die Religion tatsächlich etwas individualisieren, aber es war ganz klar, dass Troxler in diesen 1830er Jahren mit diesem Rekurs auf die Mystik sich zwischen Stühle und Bänke gesetzt hat, dass man ihm vorgeworfen hat, jetzt ist er gleich völlig übergeschnappt, dass er jetzt mit diesem mystischen Quatsch kommt, und er hat sich also mit seinem Interesse für Mystik nun tatsächlich unmöglich gemacht.
selbst noch dann, ich lande jetzt, als er, was den Katholiken ja hätte passen können, als er noch ein gutes Wort eingelegt hat für den Aufstand der Zürcher reformierten Fundamentalisten gegen die Berufung von Friedrich Strauss zum Theologieprofessor in Zürich. Dieser Strauss hat übrigens durchaus auch noch einiges mit Mystik am Hut, aber dieser Strauss wurde natürlich, und er ist es zum Teil dann eben auch, als rein rationalistischer Aufklärer hingestellt. Zum Beispiel, wenn Strauss in seinem Buch schreibt, der Lazarus, der von Jesus auferweckt worden ist, der war nur spirituell tot. Erklärungen, dass man biblische Wunder einfach so billig weg erklärt, das passte Troxler dann auch wieder nicht. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass tatsächlich die Sache mit den Wundern, mit früheren Weltbildern zu tun hat, dass man aber, das kann man auch bei Paracelsus nachlesen, dass man nie denken soll, es sei nicht dies und jenes möglich, was auf einem bestimmten wissenschaftlichen Stand als undenkbar gelte. Ich schließe jetzt mit dem Satz, der ganz, ganz typisch ist für Troxlers Schicksal auch als Religionsphilosoph, ein Satz von der klügsten deutschsprachigen Schriftstellerin, der Österreicherin Marie von Ebler-Eschenbach: Der Platz des Gerechten im Himmel ist zu Rechten Gottes, auf Erden aber zwischen Stühlen und Bänken. Herzlichen Dank. Die zwei Gründe jetzt abzuschließen. Der eine ist diese wunderschöne Landung und der zweite die vorgerückte Zeit. Wir dürfen uns freuen auf eine Fortsetzung dieser inhaltsvollen Gaben und wir dürfen hier einfach jetzt diesen Tag so abschließen. Mit vielen Fragen, mit vielen Anregungen und uns schon irgendwie freuen dann auf die Fortsetzung, irgend auf eine Art. Und dann wünsche ich allen eine gute Heimreise, eine gute Weiterfahrt in Richtung Himmelfahrt, Pfingsten und dem ganzen Frühling, der uns begleiten soll. Herzlichen Dank allen. Und vielen Dank, dass das möglich wurde, diese Begegnung. Darf ich nur etwas aufmerksam machen? Das, was ich jetzt gesagt habe, das gehörte dann zentral in ein Projekt, das ich seit 10 Jahren verfolge, wo ich aber der Meinung bin, es ist das Anspruchsvollste meines Lebens, und kann da nicht einfach drauf losschreiben, eher drauf los referieren wir wohin, nämlich eine wirkliche Darstellung der Mystik in der Schweiz. Und ich möchte nur eine Bemerkung machen. Stellen Sie sich vor, der für mich vielleicht bedeutendste katholische Theologe der Schweiz der letzten 100 Jahre, quasi der Karl Barth der Katholiken, Hans-Urs von Balthasar. Der hat ein dreibändiges Werk, die Apokalypse der deutschen Seele, geschrieben. Er ist von Luzern und diesem Werk gibt es ein Kapitel über Schelling von 200 Seiten. Er ist selber von Luzern und im Kapitel über Schelling wird der Name Troxler nicht genannt. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie bei zum Teil allerbesten Leuten Troxler kein Begriff ist, sagen wir in der Gegenwartsphilosophie etwa bei Sloterdijk. Können Sie,
Er versteht nicht nur, er erwähnt nicht nur Troxler nie, er versteht auch von Rousseau nichts, aber das ist wieder was anderes. Also ein sehr schönes Sonntag und alles gut. Das reich befrachtete Flugzeug von Herrn Mayer, für das ich mich auch sehr bedanke, ja schon wieder am Abheben ist.